Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der UFO-TV-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. Untoter Gesetzesantrag. Das Schumer-Rounds-Gesetz ist tot. Oder doch nicht? People who've seen some shit. Neues vom anstehenden Hearing vor dem US-Kongress. Alaska-UFO-Abschuss. Ein neues offizielles Foto des Vorfalls wurde veröffentlicht. The Program. Neuigkeiten zur kommenden Filmdokumentation von James Fox. Gecrashte UFOs. Update dazu, wer sie wie einsammelt. Guck mal, was da fliegt. Ist da ein UFO in den Livestream von SpaceX und NASA gerutscht? Es ist erst eine Woche her. Da haben wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass die Neuauflage des Schumer-Rounds-Gesetzesanhangs vom Vorjahr schon wieder gescheitert ist. Diesmal sogar vorzeitig. Vielleicht war der Abgesang auf dieses Gesetz jedoch ebenfalls vorzeitig. Denn Matt Laszlo, der unermüdliche Kapitol-Reporter, entlockte einem der Sponsoren des Gesetzes jüngst neue Töne, die durchaus optimistisch klingen. Doch der Reihe nach. Im Sommer 2023 brachten die Senatoren Chuck Schumer und Mike Rounds einen überparteilichen Gesetzesentwurf zur radikalen Offenlegung aller amerikanischen UFO-Geheimnisse ein. Dieser wurde im Senat angenommen, aber anschließend in der Verhandlung mit dem Repräsentantenhaus abgelehnt. Soll heißen, stark auf ein Rumpfgesetz reduziert. Immerhin verdanken wir diesem Rumpfgesetz eine aktuelle Welle von Dokumentfreigaben an das Nationale Archiv in Amerika. Aktuell ein Terabyte. Siehe dazu letzte Wochenschau. Im Sommer 2024 brachten die beiden den Gesetzesentwurf noch einmal ein. Diesmal als Rounds-Schumer Amendment, also umgekehrt. Doch die Hinzufügung zu dem sogenannten Manager-Package scheiterte. Also um genau zu sein, die Hinzufügung sämtlicher Gesetzesanhänge, die der Senat an den diesjährigen National Defense Authorization Act anhängen wollte, scheiterte vorige Woche in einem entsprechenden Ausschuss. Es wurde also nicht konkret dieses Gesetz abgelehnt, sondern einfach beschlossen, dass man aus Zeitgründen und aufgrund des Wahlkampfs keine weiteren Anhänge hinzufügen möchte. Die Schuldzuweisung für die Ablehnung traf zuerst den Vorsitzenden des Ausschusses, Senator Rand Paul. Kurz darauf machte die UFO-Blase den angeblich wahren Schuldigen aus, nämlich den ehemaligen republikanischen Führer des Senats, Mitch McConnell. Letztendlich irrelevant. Der Gesetzesanhang wurde nicht hinzugefügt und damit schien alles vorbei. Doch vor etwa einer Woche konnte, wie eingangs erwähnt, Matt Laszlo dem offiziellen Einbringer des Gesetzes, Mike Rounds, einige Stellungnahmen dazu entlocken. Eigentlich wollte Laszlo nur wissen, wie und warum der Anhang gescheitert war. Doch Senator Rounds antwortete überraschenderweise: NDAA's not out yet. Also sinngemäß, der Anhang ist noch nicht endgültig draußen. Auf eine Nachfrage von Laszlo, dass man aber höre, er sei bereits abgewürgt worden, meinte Rounds: Nun, wir werden sehen. Um dann noch zu ergänzen, lassen Sie es mich so sagen, es ist noch nicht rausgeflogen. Die Verhandlungen gehen weiter. Jetzt sind das zwar nur eher dürftige Hinweise, aber immerhin kommen sie von dem Hauptsponsor des Gesetzes. Für den Fahrplan bedeutet das Folgendes. Offenbar gibt es noch Verhandlungen. Also den Anhang doch noch auf die eine oder andere Art zu inkludieren. Das wäre mit der Zustimmung der anderen Senatoren sicher möglich. Falls das tatsächlich gelingt, geht das ganze Paket an das Repräsentantenhaus und wird dort verhandelt. Dort kann der Anhang natürlich noch immer abgeschossen oder wieder verwässert werden. Soll heißen, er kann durchaus noch an weiteren Hürden scheitern.
Aber so wie es aussieht, könnte er die erste der Hürden vielleicht doch noch in einem zweiten Anlauf nehmen. Klingt alles sehr technisch, ist aber nicht irrelevant. Das Gesetz ist ja sehr mächtig und verlangt zwingend die Offenlegung aller Geheimnisse an ein zivil zusammengesetztes Gremium, das über die weitere Freigabe entscheidet. Mit weitreichenden Kompetenzen, von Vorladungen bis zur Enteignung. Wir werden die Sache jedenfalls weiterverfolgen und darüber berichten. Ebenfalls von Matt Laszlo stammen zwei weitere Neuinformationen zur nunmehr für den 13. November fixierten öffentlichen Anhörung vor dem Kongress. Wie schon in der vorletzten Folge berichtet. Die eine Meldung stammt von der designierten Vorsitzenden der Anhörung, nämlich der Abgeordneten und Mitglied des sogenannten UAP-Caucus, Nancy Mace. In einem sehr, nun, umgangssprachlichen Austausch sagte die Abgeordnete unter anderem Folgendes. Ich wollte einen Militärveteranen vorladen. Ich denke, es ist wichtig, mehr als nur Wissenschaftler vorzuladen. Wir brauchen Leute, die vielleicht echt mal was gesehen haben und uns was erzählen können. Über die zu erwartenden Zeugen befragt, antwortete sie, ich habe mich mit den Abgeordneten Burchett und Luna getroffen, um sie zu fragen, warum sie diesen Typen wollten. Ich denke, er ist ein Admiral, der sich mit Unterwasser-UFO-Zeug beschäftigt. Und ich bin mehr als glücklich, ihn aussagen zu lassen. Wir arbeiten noch aus, wer die anderen Zeugen sein werden. Aber sie werden sehr unterschiedlich sein. Es wird eine Wundertüte. Das gesamte Interview befindet sich auf der Website von Matt Laszlo. Link in der Beschreibung. Damit ist Admiral Tim Gallaudet wohl noch einmal und offiziell bestätigt. Wer sonst noch kommt, ist offen. Aber in einem weiteren Gespräch mit der Abgeordneten Anna Paulina Luna, ebenfalls Mitglied des UAP-Caucus, meinte diese, dass sie volles Vertrauen in Nancy Mace hätte und diese so etwas wie eine wahre Gläubige wäre und eine Kämpferin. Also bezogen auf das UFO-Thema. Auf die Nachfrage von Laszlo, wie es denn mit den Zeugen aussehe, meinte Luna ein wenig schelmisch, wir haben einige ganz gute beisammen, mit denen ihr Leute glücklich sein werdet. Auf UFO-Twitter wurde das zwar sofort augenzwinkernd so kommentiert, dass die angesprochene Community nie mit etwas glücklich wäre, aber im Prinzip klingt das ganz gut. Übrigens ergänzte Luna noch auf die Frage, ob sie ein Briefing über das James-Webb-Teleskop erhalten hätte, mit einem klaren Nein. Das noch als PS zur letzten Woche. Links dazu und zu allen Interviews in der Beschreibung. Also, drück mir die Daumen, dass das Hearing tatsächlich so interessant wird, wie es klingt. Wenn es neue Informationen dazu gibt, wir werden berichten. Vermutlich erinnert ihr euch noch an den chinesischen Spionageballon, der im Vorjahr über den USA abgeschossen wurde. Doch das war nicht das Einzige, das damals gesichtet und abgeschossen wurde. Also, Anfang 2023 wurde die ganze umfangreichere Affäre auch durchaus noch öfters von der Mainstream-Presse erwähnt. Aber im Laufe des Jahres wurden die Informationen trotz einer ursprünglichen Ankündigung, die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, immer spärlicher. Für alle, die sich nicht mehr so gut erinnern oder gar nicht darüber Bescheid wissen, hier die Zusammenfassung. Anfang des Jahres 2023 änderte das amerikanische Luftüberwachungssystem die Einstellung ihrer Sensoren. Dazu muss man wissen, ohne jetzt allzu weit auszuholen, dass die meisten Flugüberwachungsanlagen Dinge automatisch ausfiltern, die nicht in das Schema passen.
Denn gesucht wird in erster Linie nach feindlichen Flugzeugen oder auch privaten Flugzeugen, die irrtümlich eine Grenze überschritten haben oder aus anderen Gründen vom Kurs abgekommen sind. Ausgefiltert wird daher alles, das nicht den Spezifikationen eines üblichen Flugzeugs entspricht, damit die Aufmerksamkeit nicht von Ballons, Vogelschwärmen oder Ähnlichem abgelenkt wird. Im Großen und Ganzen werden also Dinge gefiltert, die zu klein, zu groß, zu schnell oder zu langsam sind. Ähnliches passiert auch in Europa, sowohl bei der zivilen als auch bei der militärischen Flugüberwachung. Das bedeutet allerdings natürlich Folgendes. Nachdem viele UAPs sehr klein sind, manche der beobachteten Kugeln durchmessen gerade einmal einen Meter, und nachdem manche sehr groß sind, seltener zwar, aber so groß wie ein Fußballfeld, und nachdem viele regungslos in der Luft stehen oder sich nur sehr langsam bewegen und andere wiederum mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit über den Himmel flitzen, werden die alle also von den Geräten gar nicht erst gesehen oder automatisch ausgesondert. Nun änderte die USA aber ihre Einstellungen Anfang des Jahres 2023 und bekam auf einen Schlag gleich mehrere neue Objekte zu sehen. Eines war eben dieser bekannte chinesische Spionageballon, der im Anschluss bei seinem Flug über die USA beobachtet und schließlich medienwirksam über einer Wasserfläche abgeschossen wurde. Im Zuge dieser Meldung wurde allerdings auch berichtet, dass noch mehrere andere Objekte gesichtet worden waren. Drei davon wurden zwischen dem 10. und 12. Februar 2023 abgeschossen. Noch über Alaska. Und angeblich hätte man danach keine Trümmer gefunden, weil die Gegend so unzugänglich sei. Was angesichts der militärischen Möglichkeiten der USA schon damals sehr seltsam klang. Auch das Weiße Haus äußerte sich dazu und versprach weitere Informationen, sobald diese bekannt seien. Daraus wurde allerdings nie etwas. Und nur aufmerksame UFO-Journalisten wie Ross Coulthard thematisierten die Sache immer wieder. Nun wurde aufgrund von Anstrengungen durch einen weiteren Journalisten des kanadischen Fernsehsenders CTV News die Freigabe des Fotos eines dieser Objekte erwirkt. Und zwar von Objekt 23, wie es offiziell genannt wird. Leider ist die Qualität sehr schlecht. Es handelt sich offenbar um den Scan eines E-Mail-Ausdrucks des Originalfotos. Zu sehen ist ein scheibenförmiges Flugobjekt, das an einer Seite eine Aussparung, eine Öffnung oder einen Schlitz aufzuweisen scheint. Natürlich könnte man aufgrund der schlechten Qualität auch anderes hineininterpretieren, etwa einen dunklen Aufbau. Auch die Größe und die dreidimensionale Gestalt lassen sich nur schwer erahnen. Die Erklärung der US-Behörden, wieso dieses Foto so lange unter Verschluss gehalten worden wäre, lautete, man hätte Unsicherheiten und Spekulationen vermeiden wollen. Nun gut. Darüber hinaus gibt es nur wenige Informationen, da das beiliegende Dokument sehr stark zensiert wurde. Aus den wenigen Zeilen, die lesbar geblieben sind, erfuhr man nur schon zuvor bekannte Informationen. Wie, dass das Objekt etwa so groß wie ein Auto gewesen sei und zylindrisch und silbrig. Mit einer, wie es heißt, antennenartigen Nutzlast. Mehr Details gibt es dazu nach wie vor nicht. Man weiß nur, dass das Objekt kurz nach der Aufnahme von einer F-22 Typ Raptor abgeschossen wurde. Möglicherweise stammt das Foto von diesem im Anflug befindlichen Jet. Ob es aber von unten nach oben, von oben nach unten oder von der Seite her aufgenommen wurde, bleibt offen. Nach wie vor wird behauptet, man hätte trotz ausgedehnter Suchaktion keine Trümmer gefunden. Einen umfangreichen Artikel dazu gibt es übrigens auch auf Grenzwissenschaft aktuell. Fleißige Ufologen
haben inzwischen übrigens ein altes Video ausgegraben, das ein Objekt zeigt, das dem Foto frappierend ähnlich sieht. Es wurde vor 12 Jahren über Südkorea aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. Link dazu in der Beschreibung. Worum es sich bei diesem südkoreanischen Ufer handelt, ist allerdings ebenso unklar wie die Frage, ob es tatsächlich ein ähnliches Objekt wie das über Alaska gewesen sein könnte. Viel mehr lässt sich zu der ganzen Angelegenheit seriös nicht sagen. Falls sich doch noch etwas daraus ergibt, werden wir berichten. Das Einzige, was daraus wieder einmal klar wird, die US-Behörden verfügen über weitaus mehr Material, möglicherweise auch wesentlich besseres, als sie zugeben und das sie nicht herzeigen. Außer unter extremen Druck und wenn es gar nicht anders geht. Insofern handelt es sich bei diesem verwaschenen Bild nur um einen kleineren, weiteren Tropfen in Sachen Disclosure. Mal sehen, ob demnächst ein Regenschauer oder gar ein Wasserfall folgt. Am vergangenen Wochenende war in der Reihe UAP Talk auf diesem Kanal Patrick Scott Armstrong zu Gast. Patrick ist der Macher und Moderator des UFO-News-Kanals Wetted. Wir hatten ein sehr nettes und stellenweise auch sehr amüsantes Gespräch über seinen Kanal und die wichtigsten aktuellen Belange rund um das Phänomen. Link zum Interview in der Beschreibung. Es ist auf Englisch. Wer sich schwer damit tut, kann die automatisch übersetzten Untertitel zuschalten. Die funktionieren gar nicht so schlecht. Neben einem Austausch von Ansichten verrät Patrick auch ein paar neue Details. Unter anderem, dass er bereits den Trailer zu der neuen Filmdokumentation The Program von James Fox gesehen hätte und sehr davon beeindruckt sei. Nun, inzwischen können wir den alle sehen und seit gestern sogar noch ein bisschen mehr. Denn der hier schon öfter erwähnte YouTuber Jesse Michaels hatte auf seinem Kanal American Alchemy James Fox selbst zu Gast. In einem über 3 Stunden langen Gespräch erzählte James Fox viel über sein Leben, seine Dokumentarfilme und auch diverse Begegnungen mit Leuten, die einiges über das Phänomen und der Geheimhaltung wissen, darunter mehrere Astronauten. Dazwischen gab es exklusiv immer wieder Ausschnitte aus seinem neuen Film. Zwar nur sehr, sehr kurze, aber immerhin. Auch der Trailer wurde kurz angespielt und der ist ja inzwischen, wie erwähnt, auch für alle online. Link in der Beschreibung. Wann mit einer Veröffentlichung des Films selbst zu rechnen ist, wurde zwar leider nicht gesagt, aber Jesse Michaels durfte ihn bereits in einem privaten Screening sehen und so konnten die beiden informiert darüber reden. Obwohl sie sich naturgemäß bemühten, nicht allzu viel zu verraten. Was ich aus dem Gespräch heraushören konnte und was durch meinen ersten Eindruck des Trailers noch verstärkt wurde, ist Folgendes. Der Film wird eine ganze Reihe wichtiger Persönlichkeiten, auch einige hochrangige Politiker zeigen, die alle die Realität des Phänomens bestätigen. Und auch ihre Überzeugung teilen, dass Teile des amerikanischen Staatsapparats tatsächlich im Besitz von geborgenen exotischen Technologien sind und daran forschen. Dazu wird es einige neue Whistleblower geben, die ihre Geschichte erzählen und interne Details hinzufügen. Vermutlich wird es auch einige Filmaufnahmen und andere Indizien geben, die man nie zuvor gesehen hat. Die Zusammenfassung von James Fox selbst lautete in etwa, dass er das so sieht, als würde er vor Gericht einer Jury alles an Beweisen und Hinweisen präsentieren, die er vorlegen kann. Die Jury müsse dann selbst entscheiden, ob sie ihm in seiner Beweisführung folgt. Er selbst sei jedenfalls vollkommen überzeugt davon, dass die Beweise für ein real existierendes Geheimprogramm der US-Regierung bei Weitem ausreichen. Jesse Michaels stimmte dem zu und ergänzte, es sei atemberaubend gewesen, diese Fülle an Aussagen zu hören
und er sei davon überzeugt, dass der Film etwas bewegen würde. Denn selbst Hardcore-Skeptiker würden angesichts der geballten Aussagen wichtiger Persönlichkeiten ins Grübeln kommen müssen. Was wir also zu erwarten haben, ist konzentrierte, teilweise auch neue Informationen und überzeugende Details. Was wir wohl nicht zu sehen bekommen werden, ist das eine Video oder das eine Foto, das alle Fragen endgültig vom Tisch wischt. Ich bin also verhalten optimistisch. Soll heißen, wer sich intensiv mit dem All beschäftigt und schon alle wichtigen Aussagen aller wichtigen Leute gehört hat, wird vielleicht enttäuscht werden, weil wieder einmal kein eindeutiger, unwiderlegbarer Beweis geliefert wird. Wichtiger ist aber meiner Meinung nach, dass der Film neue Leute erreichen wird und ihnen in einer knappen Zusammenfassung all das präsentiert, was wir als Insider schon lange wissen, was aber von breiten wirksamen Medien kaum oder gar nicht berichtet wird. Also auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in Sachen Disclosure. Wenn auch noch kein Schritt über die Ziellinie. Christopher Sharp, der Betreiber des englischen Webmagazins Liberation Times, war ja im Vorjahr an dem großen Enthüllungsartikel der Daily Mail über die Abteilungen der CIA beteiligt, die dafür zuständig sind, abgestürzte UFOs zu bergen. Dieser Kanal hat darüber berichtet, Link in der Beschreibung. Nun ergänzte er seine damaligen Erkenntnisse in einem neuen Artikel, der in erster Linie dem gescheiterten Rounds-Schumer-Gesetz gewidmet war, auch wenn sich da inzwischen was geändert hat. Diese neuen Erkenntnisse über das Crash-Retrieval-Programm sind allerdings sehr spannend und ich gebe sie hier daher ungekürzt als Übersetzung wieder. Wie die Liberation Times erfahren hat, hat die CIA, die derzeit wegen angeblicher Unehrlichkeit in Bezug auf ungewöhnliche Gesundheitsvorfälle zunehmender Kritik ausgesetzt ist, gemeinsam mit dem Verteidigungs- und dem Energieministerium bei der Bergung hochentwickelter Objekte unbekannter Herkunft konsequent demokratische Kontrollen umgangen. Kurze Anmerkung, bei den ungewöhnlichen Gesundheitsvorfällen handelt es sich um das oft zitierte Havanna-Syndrom, über das die CIA offenbar Daten gefälscht hat, um es herunterzuspielen. Doch weiter im Text. Quellen der Liberation Times zufolge werden diese Materialien anschließend an National Labs und ausgewählte Rüstungsunternehmen, darunter Lockheed Martin, geschickt. Mehrere Programme werden offenbar vom Direktorat für Wissenschaft und Technologie der CIA und seinem Direktorat für Operationen gemeinsam mit Einheiten des Verteidigungsministeriums orchestriert. Die Liberation Times hat Einzelheiten eines angeblichen Programms aufgedeckt, das sich auf die Bergung hochentwickelter Raumfahrzeuge vom Meeresboden konzentriert, von denen einige angeblich nichtmenschlich oder unbekannter Herkunft sind. Dieses angebliche Programm nutzt zur Durchführung dieser Missionen die Spezialressourcen und das Fachwissen mehrerer Behörden und Abteilungen. Zu den Beteiligten gehören der maritime Zweig des Direktorats für Operationen der CIA, die US Navy, das Nationale Büro für Unterwasseraufklärung, gemeinsam betrieben von Navy und CIA, und das Spezialoperationskommando der Vereinigten Staaten. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass die Woods Hole Oceanographic Institution Tiefseefahrzeuge zur Unterstützung dieser Bergungsbemühungen bereitgestellt hat. Nach der Bergung werden die Objekte angeblich an das Büro für Unterwasseraufklärung übergeben, das sie anschließend zur detaillierten Analyse an Rüstungsunternehmen weitergibt. Diese neuen Berichte sind insofern interessant, als man bisher noch nicht sehr viel über die Bergung von Objekten vom Meeresgrund gehört hat, obwohl es dazu immer wieder Gerüchte gab, unter anderem über eine derartige Aktion in der Ostsee. Auch spannend daran ist, dass Christopher Sharp so viele konkrete Namen
von konkreten Institutionen nennt. Seine Quellen waren bisher immer sehr verlässlich und die Informationen in seiner Liberation Times, soweit es sich nachvollziehen lässt, immer zutreffend. Link zum vollständigen Artikel in der Beschreibung. Im Lichte dieser neuen Informationen wird die zuvor erwähnte Zeugenaussage von Admiral Tim Gallaudet vor dem US-Kongress vielleicht noch interessanter und brisanter. Der Disclosure-Herbst geht weiter. Fallendes Blatt um fallendes Blatt. Normalerweise zeigt diese Sendung ja keine Videos, aus einer Reihe von Gründen. Heute möchte ich mich allerdings mit einem aktuellen Clip verabschieden, der aus dem NASA-Livestream der letzten SpaceX-Mission stammt. Sehr deutlich erkennt man darin ein helles, längliches, weißes Objekt, das sich selbst überschlagend von rechts oben nach links unten durchs Bild bewegt, um dann in einem scharfen Winkel abzubiegen und extrem stark zu beschleunigen. Die Live-Kommentatoren gehen zwar nicht darauf ein, aber nach einem "Uh" ist ein kurzes Verstummen überdeutlich zu hören. Link in der Beschreibung. Mal sehen, ob wir in der nächsten Zeit mehr darüber erfahren. Jedenfalls zeigt das Objekt genau die Art von Flugverhalten, die immer wieder von Augenzeugen von UAPs beschrieben wird. So. Das wär's nun aber für diesmal. Bitte nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren. Ja, du bist gemeint. Denn es gibt immer noch sehr viele, die zwar regelmäßig zusehen, aber nicht auf den Abo-Knopf drücken. Bitte tut das. Ihr helft damit nicht nur diesem Channel, sondern auch der Verbreitung wichtiger Informationen zur Aufklärung im deutschsprachigen Raum. Ebenfalls helfen könnt ihr mir mit einem Like, einer Weiterleitung dieses Videos oder des Kanals selbst und auch mit einem Kommentar. Außerdem freut es mich immer, von euch zu lesen. Darüber hinaus könnt ihr Kanalmitglied werden. Da gibt es immer wieder mal kleine Vorteile, etwa Updates, Insider-Infos und Videos, die einige Stunden früher zu sehen sind. Oder ihr hinterlasst mir ein Trinkgeld. Oder ihr kauft in meinem Merchandise-Shop, meinem wunderbaren Merchandise-Shop, eine Kleinigkeit ein. Wie schon öfter erwähnt, kann man mich auch für Vorträge buchen. Ich möchte an dieser Stelle gerne einmal allen danken, die das bereits getan haben. Ja, ich bin bereits gelegentlich unterwegs, um die frohe UFO-Kunde zu verbreiten. Sollte eine dieser Veranstaltungen einmal öffentlich sein, werde ich sie rechtzeitig ankündigen, damit Leute in der jeweiligen Region dazukommen können. Versprochen. In diesem Sinne, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.